gibt natürlich keine Pressekonferenz, wo man nicht was zu den Koalitionsgesprächen sagt. Und man befindet sich da aber irgendwo in so einer Endlosschleife. Also die Regierungsbildung zieht sich hin. Es läuft irgendwie alles nach dem gleichen Muster. Ich glaube, wir erleben da auch eine gewisse Inszenierung, die nach dem Motto läuft, insbesondere natürlich, um die Zustimmung der SPD-Mitgliedschaft zu bekommen. Wir setzen mal alle Wünsche irgendwie ins Spiel. Die werden dann unter Finanzierungsvorbehalt gestellt, aber erstmal sind sie im Gespräch, und umso länger sich das hinzieht, umso besser kann man verschleiern, dass die ursprünglichen Ziele dann doch nicht in der Koalitionsvereinbarung drin sind. Und hinter den Kulissen wird dann natürlich schon kräftig über die Verteilung der Ministerposten und der Zahl der Minister und der Zuschnitt der Ressorts gefeilscht. Ich glaube, die SPD hat da mit der Verteilungsfrage etwas falsch verstanden. Es geht nicht wirklich um die Verteilung der Ministerpositionen, sondern kläglich ist er eher, dass sie auf die Verteilungsfrage in der Gesellschaft verzichtet hat, also insbesondere auf die Belastung der Reichen und Vermögenden und dadurch die finanziellen Spielräume für einen wirklichen Politikwechsel nicht vorhanden sind und dieser Politikwechsel auch nicht stattfindet. Und ich bleibe bei meiner These: Ohne Besteuerung der Millionäre und Milliardäre in dieser Gesellschaft wird es keinen wirklichen Politikwechsel geben. Das jüngste Opfer bei den Koalitionsverhandlungen scheint jetzt das Wahlversprechen der CDU zu sein, nämlich das Kindergeld zu erhöhen und die Freibeträge zu erhöhen. Ich will noch mal betonen, dass wenn das unter den Tisch fällt, dann heißt es in Wirklichkeit eine Entwertung der bisherigen Sätze, weil Kindergeld und Kinderfreibeträge sind seit 4 Jahren nicht mehr angepasst worden. Wenn wir die Inflationsrate nehmen, haben die Leute weniger in der Tasche als vor 4 Jahren. Es gibt also nicht nur nicht mehr, sondern die Leute haben weniger zur Verfügung. Und das ganze Gerede, dass zu wenig Kinder geboren werden und dass man die Familien dringend fördern muss, bleibt eben Gerede. Und wir sind der Meinung, hier ist dringend geboten, das Kindergeld auf 200 Euro anzuheben und dringend geboten, entsprechend die Freibeträge auch anzuheben. An dieser Stelle vielleicht noch eine Bemerkung zu der flächendeckenden Einführung der Prepaid-Stromzähler. Natürlich kann man diesen Schritt gehen. Wir haben das ja auch als Partei durchaus schon gefordert. Aber hier wird doch ein bisschen eine Show gemacht, die am eigentlichen Kernproblem vorbeigeht. Also wir müssten heute dringend und könnten das auch sehr einfach machen, dass wir auf dem Verordnungswege Stromsperren verbieten. Ich meine, für die Menschen, die aus finanziellen Gründen, aus sozialen Gründen ihren Strom nicht zu bezahlen können, sind Stromsperren eine wirklich existenzielle Sache. Da sind wir sowieso grundsätzlich dagegen. Man könnte aber heute schon aus den Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer, die der Bund durch die Besteuerung der EEG-Umlage hat, einen Härtefonds schaffen. Es wäre also durchaus einfach, eine soziale Regelung einzuführen für Menschen, die in Zahlungsnot geraten, wenn man das nur will, wenn der politische Wille dafür vorhanden ist. Also ich spreche hier dafür, dass eine rein technische Lösung dem Problem nicht gerecht wird. Man muss auch wirklich eine soziale Lösung machen. Bisher ist dieser politische Gestaltungswille durchaus nicht durchgängig zu sehen. Wenn die Große Koalition alles unter Vorbehalt, unter Finanzierungsvorbehalt stellt, dann müssen wir auch ein bisschen die Wolken angucken, die sich gerade auf der Weltwirtschaft, in der Weltwirtschaft auftürmen. Die rosarote Aufschwung
Zinsszenarien werden nicht länger tragen. Wir merken heute schon, im Übrigen auch durch die Zinspolitik der EZB, dass sich die nächste Spekulationsblase schon aufbaut. Also wenn sich wirtschaftlich nicht in ganz Europa mehr bewegt, dann ist völlig klar, man gibt hier billiges Geld, überschwemmt die Finanzmärkte. Die Geldbesitzer flüchten nicht in die realen Investitionen, weil da die nötige Kaufkraft nicht vorhanden ist, sondern sie kaufen Aktien. Und wir merken, da baut sich schon praktisch die nächste Spekulationsblase auf. Was geboten wäre, was dringend geboten wäre, wäre, dass es ein Konjunkturprogramm gibt für ganz Europa, das tatsächlich Arbeitsplätze schafft, das die Nachfrage anregt, das die öffentliche Infrastruktur ausbaut und wo wir tatsächlich die Chance hätten, wirtschaftliches Wachstum zu generieren und die Konjunktur voranzutreiben. Da droht, glaube ich, die größte Gefahr für die wirtschaftliche und damit auch für die soziale Lage der Menschen. Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zur Taifunkatastrophe auf den Philippinen. Uns alle erschrecken die Bilder, die wir sehen, natürlich im Fernsehen oder auch in den Zeitungen. Die Region erlebt nun in kürzester Zeit zum zweiten Mal eine totale Katastrophe, die unermessliches Leid verursacht. Wir stehen ein bisschen ohnmächtig vor dieser Situation, wissen auch nicht ganz genau, was kann man eigentlich machen angesichts dieser Bilder. Wir haben auf alle Fälle gesagt, heute Morgen im geschäftsführenden Vorstand der Partei, Die Linke unterstützt den Aufruf des Roten Kreuzes und anderer Hilfsorganisationen, die Menschen vor Ort mit Spenden unterstützen. Das Rote Kreuz sucht zum Beispiel Freiwillige, die kleine Nothilfpakete für Familien zusammenpacken und diese unterstützen. Wir werden unsere Mitglieder bitten, solche Aktionen durchzuführen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten praktische und schnelle Hilfe zu leisten.